Hallihallo, Hallöchen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Endlich wieder hier auf meinem Kanal mit einem neuen Unturned-Video. Und wie ihr dem Titel schon entnehmen könnt, geht's um die neue Version von Unturned. Es gibt endlich mal wieder einen neuen Devlog. Und für alle, ich habe ja gemerkt, in letzter Zeit habe ich den ein oder anderen, das ein oder andere D-Abo kassiert, kann man so sagen. Ich glaube, das lag unter anderem daran, dass viele ein bisschen enttäuscht waren, dass in der letzten Zeit keine Unturned-Videos mehr kamen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es lag nicht unbedingt an mir. Warum? Weil Nelson, sprich der Unturned-Entwickler, einfach nichts mehr hergegeben hat, was ich jetzt in Videos hätte thematisieren können. Jetzt kommt aber endlich mal wieder am 12. Januar, also gestern war das Ganze, kam ein neuer Devlog raus. Den habe ich mir schon angeguckt und ich kann euch sagen, der ist wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und ich freue mich jetzt schon, wenn ich das Ganze hier sehe, wie das Ganze in der Entwicklung ist, dann freue ich mich schon richtig, richtig fett auf die neue Unturned-Version. Dann kann ich euch versprechen, geht's wieder richtig los. Dann mache ich wieder mehr Videos. Natürlich muss ich mal gucken, wie ich Zeit habe, aber dann wird auf jeden Fall einiges an Material da sein, was man thematisieren kann. Und dann haben wir auf jeden Fall auch mal wieder ein neues Unturned, was richtig Laune machen wird. Und ich sage euch, kann euch versprechen, die Details im neuen Spiel werden. Das ist unvergleichbar mit der Dreier-Version, die wir aktuell haben, als 3.x, 4.x, beziehungsweise Unturned 2 wird es heißen. Sehen wir ja hier oben. Es ist ungefähr wie von Unturned 2.x auf Unturned 3.x. Das war ja schon ein riesiger Sprung. Der soll noch größer werden. Und ich muss sagen, ja, also es sieht schon wirklich toll aus. Das liegt mitunter auch an der Engine, die Nelson jetzt benutzt, Unreal Engine 4. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt direkt mit rein. Hello. First up, let's take a peek at Dual Wielding. Ich mache den Sound mal ein bisschen runter. Okay, stellen wir die Qualität nochmal richtig hoch. 1080p, zack. So. Hello. First up, let's take a peek at Dual Wielding. Und ihr seht hier, man hat es richtig geil. Klar, ihr müsst euch. The code's much cleaner now. And while the Ihr pistol is the seht die only one Bewegung, in wie the enemy flüssig das system, alles you funktioniert. will be able to use two Und different ihr hands, seht die say your Fenster, revolver and also knife, at the die same time. Fahrzeuge haben You jetzt auch may also Scheiben, notice the die man improved armor einschießen features. kann. Having Und wir sehen five jetzt hier die in total doesn't Anzeige. have Wir support können. for 2D particle Es gibt system, jetzt Items, die but nur it is eine Hand fairly widely belegen used. quasi. The new ammo widgets are using this particle system, Und genau, wir so sehen as auch to when they die show Patronen, previously wie sie examined ammo. rausfliegen, die neuen I think the Animationen, wie der scale of Schlitten ammo von der Waffe stored nach would be hinten really fährt. helpful Richtig when you nice. Also have ihr könnt bullet jetzt, types wenn ihr moving as Waffen well. habt, die nur eine Hand Intuitive. belegen. Ich mache jetzt mal kurz auf Pause, gehe mal kurz hier zurück. Das klingt mal weg, so. Dann sehen wir hier einmal, wie viel Munition wir noch in der Waffe haben. Und ganz interessant ist, wie bereits angedeutet, was ich jetzt noch sagen wollte, war, dass wenn ihr Waffen habt, die nur eine Hand belegen, sage ich mir jetzt mal, also Einhandbetrieb voraussetzen, dann könnt ihr auch, wie ihr sehen könnt, Akimbo spielen. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr zwei davon habt, ihr habt ja zwei Hände logischerweise, könnt ihr einfach beide Waffen gleichzeitig in die Hand nehmen. Genauso könnt ihr jetzt eine Pistole mitführen, also mit einer Hand heben, in der anderen könnt ihr beispielsweise ein Messer halten, um gleichzeitig noch die Zombies irgendwie von euch fernzuhalten. Wenn wir uns jetzt noch ein bisschen hier auf den Hintergrund fokussieren, dann sehen wir hier die neuen Grastexturen, die finde ich auch schon mal ziemlich nice. Also es sieht schon alles, und auch hier die Titanen, sieht schon deutlich besser aus als in Unturned 3, 3.x in der aktuellen Version. Und auch die Fahrzeuge. Die Engine gibt halt einfach viel mehr her. Und ich bin mal auf das Handling von den Fahrzeugen gespannt. Mit Driften, mit Handbremse, mit Blinker, mit Scheiben hoch und runter. Also auch für Roleplay deutlich besser geeignet. Insgesamt die ganzen Animationen. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt weiter. Unreal doesn't have support for 2D particle systems, so I've built one as part of the UI reworks. Und The new das wird ammo natürlich nicht widgets alles are using final this sein. Es wird particle noch system, überarbeitet werden. whereas the ones I showed Das müssen wir uns previously were auch, animated. da müssen wir uns im Klaren I think sein. this style of ammo display will be really helpful when you have multiple bullet types in your magazine. Und da sagt er auch was ganz Interessantes. Es wird interessant, das wird gut sein, irgendwie diese Anzeige hier, wenn ihr unterschiedliche Munitionstypen in euren Magazin habt. Also dann bin ich mal gespannt, was da so kommt. Ob es dann da zum Beispiel für Sturmgewehre auch eine Schrotmunition oder so, ich weiß es nicht.
Sowas in der Richtung oder panzerbrechend und so weiter. Was da dann, oder für Handwaffen beispielsweise, für einen Revolver, was da dann für unterschiedliche Munitionstypen geben könnte, die ihr dann laden könnt. Und wie das Ganze dann auch designt wird, da bin ich mal gespannt. In your magazine. Aber eben, ja genau, da sehen wir jetzt Ensure the Shotgun. game's mod support will be robust. I've decided to Mach den Ton convert mal Horde Mode lauter. into a mod. This helped work out the kinks in a few. Nochmal den Be Ton von really der helpful when Schrotflinte. you have multiple bullet types in your magazine. Oh ja, der war gut. To ensure the game's mod support will be robust, Jetzt machen wir ihn wieder I've decided leiser. to Also wir convert sehen hier die Horde Mode into a Zombies. mod. This helped work out the kinks Horde-Modus in a will er few einführen als settings that I Mod. might otherwise have Und ihr realized would seht, be das ist jetzt unfriendly noch for alles. use. Noch While alles in in sehr Horde Mode, I früher also started developing a Entwicklungsstatus. little mod game mode called Blast Lane with potentially obvious inspirations. Again, to help lay the groundwork for modding, I worked on several features for team modes Da like geht es team-specific Teammodes doors and und allowing friendly Modding bullets to teammates. und so weiter. This is used in Horde Mode to allow zombies in, but Seht not es allow da so ein players out. Minigame? Building on this, I finalized Untern's usage of the stencil buffer with two Und hier geht fixes. es jetzt um, auch sehr interessant, um eine Wärmebildkamera. Das soll die neue Version ermöglichen. Ich lasse das Ganze jetzt mal kurz weiterlaufen im Jumping Hintergrund. ahead, heat vision has always been popularly requested, Genau, Heat so Vision. one bit is used to mask heat vision objects. Wir One bit sehen es friendly gleich, can genau. focus. Das wäre jetzt ein Splitscreen. Ich weiß nicht, ob man das Spiel dann auch als Splitscreen spielen kann. Da will ich mir jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber wir sehen jetzt hier beispielsweise den anderen Spielercharakter jetzt aus beiden Sichten. Und da hinten ist sogar auch noch einer, oder was soll das sein? Ja, sieht so aus. Und mit diesem Heat Vision, mit diesem Wärmebild, oder ja, mit dieser Wärmebildkamera oder was auch immer das genau sein wird, Wärmebild-Sichtgerät, können wir jetzt hier durch die Wand den anderen Charakter erkennen, den anderen Spieler, weil wir eben diese Wärmebildtechnik Two bits for team affiliation and two benutzen. bits for controller ID. I think storing the controller ID was clever because it lets you see team outline on other players but not yourself. And Ah, okay, ich glaube, hier geht es jetzt um Team Outline, nicht um die Wärmebildtechnik. Das war das mit dem Auto. Das habe ich falsch verstanden. Ich habe es hatte nämlich gerade nochmal gesagt. Ich split lasse mal screen, you weiterlaufen. only see your own interaction highlights. I've been continuing action highlights. Lass nochmal durchlaufen, aber genau, das heißt, That lets you see team outline on other players, but not. wir sehen Team Outline auf anderen Spielern. Das heißt, wir sehen jetzt unseren Partner, der mit uns im Team spielt, umrandet, ja, aber nicht uns selbst. Das heißt, ja, unsere Yourself. Teamkollegen sind In the erkenntlich split gemacht, screen, you lässt only sich aber see gut your own unterscheiden von uns interaction selbst. highlights. I've been continuing the UI transition. Und hier sehen wir Binding Move Left. It's been Ja. interesting coming to a balance between performance and keeping it easily adjustable in UMD. Ja, er sagt, er will das Ganze, er versucht da die Balance zu finden zwischen Performance, also Leistung, aber gleichzeitig auch einer guten Übersicht, also einem leichten einer leichten Anpassung. Zum Beispiel hier jetzt in dem Menü, dass das Ganze nicht zu viel Leistung zieht, aber gleichzeitig auch gut anpassbar ist. Also nicht zu verschachtelt, nicht zu kompliziert, deswegen möchte er auch gerne Feedback zu diesem Layout hier. Das neue Menü-Layout, aber auch das wird ja wahrscheinlich erstmal so noch im Entwicklungsstatus sein. Player settings have now mostly been moved to per player profiles. So in split screen you can easily swap out settings like Oh, PS4, das heißt, da können wir sogar Controller einstellen. field of view or controls per controller. I'm undecided Und per Moment. player profiles. Player Profiles. Sehr interessant. Das heißt, wenn wir jetzt verschiedene Spieler da mitspielen, können wir verschiedene Profile anlegen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wird es dann auch sowas wie einen Splitscreen-Modus geben. Das wäre ja richtig Hammer. Player settings have now mostly been moved to per player profiles. So in split screen you can easily swap out Ja, Splitscreen, sagt er. settings like field of view or controls per controller. Im Splitscreen können wir dann die einzelnen Profile relativ leicht einstellen. Und wenn wir jetzt hier mal im I'm Hintergrund, ich undecided spule nochmal between kurz zurück, uns swapping mal out die settings Tannen like anschauen. Hier oben ist es scharf, durch das Menü ist jetzt ein bisschen unscharf außenrum. Aber hier oben sehen wir die Schärfe wahnsinnig gut, sieht es aus. Die Blätter, die Strukturen davon, richtig, richtig, richtig nice. Also ich habe richtig, richtig Bock auf Unturned 2. Und ich freue mich schon, wenn die Beta kommt, dann kommt auf jeden Fall ein Video von mir, da könnt ihr euch drauf verlassen. like field of view or controls per controller. I'm undecided between the smoother gradient style and flat color style in the old menus.
So I'd be interested to know your thoughts on that. Im Hintergrund sehen wir übrigens Pynage und das sieht auch sehr interessant aus. Wir sehen hier wieder die Munition, wie viel noch drin sind in der Waffe, wie viel Schuss wir geladen haben. Und klar, ihr müsst jetzt immer im Hinterkopf behalten, alles noch in der Entwicklungsphase. Aber es sieht doch schon mal sehr gut aus. Wir sehen jetzt gute Gesichter und sowas. Das hat er noch nicht gemacht. Aber wie er hier die Waffe hält, die Ausrüstung etc. mit dem Tan-Look. I realized part of the character problem is that the stances need to be more active. Here you can see the current 3.0 style flat shotgun pose compared to a more aggressive angled. Ah, okay. Das war jetzt die 3.x, wenn ich es richtig verstanden habe. So haben die Charaktere die Shotgun in der 3.x-Version gehalten. Und jetzt sehen wir eine aggressivere. Genau, hier. Deutlich besser. Waffe im Anschlag, backt nicht im Charakter. Und wir sehen, die hat da richtig gut im Anschlag sitzen. Es passt alles mit den Maßen und so. Und das soll jetzt eine aggressivere Pose darstellen. Ja. Da unten sehen wir auch den Gürtel. Das hatten wir ja schon in einem anderen Video gesehen, dass man den Charakter jetzt mit verschiedensten Accessoires ausstatten kann, sag ich mal. Practicing, refining the animations and rig to get this into a place I think we'll all like. Before closing, I'd like to. Ja, das war's jetzt schon mit dem Video. Genau. Jetzt können wir gerade noch mal gucken. Sonst steht eigentlich nichts hier im Devlog steht nicht mehr viel drin. Das Video haben wir und hier unten haben wir noch zwei Zeilen. Und da sagt er unter anderem, er hofft, dass das Engine Update für die 3.x-Version nächste Woche kommt. Also, da sind wir mal gespannt. Da kann ich gerne noch ein Video dann dazu machen. Es soll ein großes Engine Update für die alte 3er-Version kommen. Und ich habe da schon mal da gibt es einen Preview-Modus, wo man reingucken kann. Der war aber noch ziemlich verbuggt, aber da waren zum Beispiel die Bäume dann auch unterschiedlich groß. Da gab es dann riesige Bäume auf der Prince Edward Island, also PEI-Map, die klassische. Da habe ich mal reingeschaut. Und die waren dann immer alle unterschiedlich groß, etc. Ich weiß nicht, ob das so sein sollte und was genau dieses Update dann exakt beinhaltet, dieses Engine-Update. Aber da lasse ich mich mal überraschen und werde dann einfach, sobald dieses Update da sein wird, nochmal ein Video raushauen für euch. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare jetzt schreiben, was ihr von der Anthem 2-Version haltet, also und ob ihr euch drauf freut. Wäre was. Ich freue mich auf jeden Fall richtig und würde mich auch freuen, wenn wir dann vielleicht mal wieder ein Community-Event starten würden. Vielleicht, wenn die Beta dann rauskommt von der Anthem 2er-Version. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Einschalten bei euch und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.